Hallo, hier ist der Steven vom Supportnet und heute zeige ich euch ein neues YouTube-Programm von Free Studio DVD Videosoft. Und zwar gehen wir einmal auf YouTube rauf und diesmal nehmen wir uns das Programm Free YouTube to iPhone Converter vor. Mit diesem Programm können wir YouTube-Videos herunterladen und diese passend konvertieren, so dass sie gleich auf das iPhone passen, ohne dass es da Schwierigkeiten gibt. So, als erstes müssen wir natürlich einen Link einfügen. Dies können wir entweder über Einfügen machen, das heißt, wir kopieren uns einen Link. Nein, eine neue Version wollen wir nicht. Also wir kopieren uns den Link von YouTube und fügen ihn ein. Oder wir setzen den Haken bei automatisch. Dann wird der kopierte Link, sobald wir den kopiert haben und in die Zwischenablage gepackt haben, hier eingefügt. So, wir gehen in unseren Browser, öffnen YouTube. Suchen uns ein schönes Video aus, natürlich eins von Supportnet. Barcode-Scanner von Android hört sich doch ganz gut an. So, die Werbung nehmen wir natürlich nicht. Jetzt kopieren wir den Link, entweder über STRG C oder über Rechtsklick kopieren. Und dann öffnen wir unser Programm. So, jetzt sagen wir einfach einfügen. Hier ist der Link. Jetzt wird das Video überprüft von dem Programm und wir sehen auch schon den richtigen Namen. Und jetzt müssen wir ganz kurz abwarten. Wir können auch für das Video schon sagen, wir bestimmen hier Tags, wie zum Beispiel Interpreten, Album, wie es heißt. Sowas lohnt sich aber wirklich nur, wenn ihr wirklich viele Videos habt und die alle kategorisieren wollt, zum Beispiel auch in iTunes nach Interpreten suchen wollt oder Interpreten. So, das war's. Wir können das Genre auch noch natürlich machen, aber das machen wir jetzt hier nicht, das lohnt sich nicht. Jetzt wird uns ein kleines Vorschaubild angezeigt. Wir sehen die Qualität 720p und die Größe. Wir sagen jetzt natürlich, wir können entweder sagen MP3 Audio Only, aber wir wollen es ja passend fürs Apple iPhone haben. Ihr sagt uns auch gleich für iPhone 4S oder 4 die Qualität und wir nehmen natürlich die beste Qualität. Wir könnten rein theoretisch auch sagen für 3G oder 3GS. Also damit könnt ihr euch sicher sein, wenn es jetzt so konvertiert, kann es auf jeden Fall vom iPhone abgespielt werden. Wir können natürlich noch den Editor nutzen, um unsere Vorlagen anzupassen, die praktisch hier auftauchen bei Qualität oder eine komplett neue machen. Das ist aber ein bisschen kompliziert und Profi-Werkzeug und euch reichen oder auch uns reichen die ganz normalen Standardeinstellungen. Gut, über die Optionen können wir die Sprache einstellen. Oder natürlich einen Ausgabeordner, wo es hingespeichert werden soll. Gut, jetzt sagen wir herunterladen. Wir sehen schon, der Balken wird gleich voller. Wir können auch den Download jetzt einfach mal pausieren oder komplett abbrechen. Gut, das war's schon und viel Spaß beim Ausprobieren.